Servus, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal zu mehr Wissen, mehr Profit. Und in diesem Teil werden wir den dritten Teil kennenlernen, der Backtesting Software oder auch Trading Software, kannst du nennen, wie du willst, ist Jacke wie Hose. Und in dem dritten Teil werden wir Datensätze einbauen, damit du mit diesen Datensätzen testen, anwenden, umsetzen, was auch immer, was anfangen kannst. Dann lassen wir uns loslegen. Mein Name ist Damir Mirsic und ich freue mich auf dieses Video. Ich switche um auf den Desktop, weil das Bild einfach viel größer ist und wir haben einfach viel mehr davon. So, let's get started. Dieses Bildschirm kennt ihr ja schon, diese Oberfläche. Bei euch selbstverständlich hier auf der linken Seite stehen, wie schon mal angesprochen, nur diese vorbereiteten Datasets von WealthLab. Die sind schon mit dabei, schon vom Start bei der Installation dieser Software. Wie können wir jetzt Datensätze einfügen in WealthLab 7? Ganz easy. Wir haben oben diese 5 Icons. Wir klicken auf die Weltkugel und gehen dann auf New Dataset. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Ich werde jetzt dem Datensatz, welches ich anlegen möchte, einen Namen vergeben. Und ich nenne das jetzt Majors. Warum Majors? Wir werden jetzt als erstes Währungspaare anlegen. Und dann klicke ich auf Data Provided Linked. Hier gibt es dann eine jede Menge Auswahl an Datenprovider. Ich klicke hier drauf mit dem Schweizer Symbol. Gehe auf Next und suche mir die Majors aus. Haben wir hier. Das sind die gängigsten Währungspaare, was gehandelt werden. Gehe auf Finish und voilà, that's it. So einfach lassen sich Datensätze in WealthLab 7 einfügen. Ich klicke jetzt mal auf den Australian Dollar versus US-Dollar. Schauen wir mal alles an, ob hier alles seine Richtigkeit hat. 5.11.21, super, das war der letzte Handelstag. Jetzt haben wir Sonntag, wo ich dieses Video drehe. Am Freitag war der 5.11., Samstag 6.11., heute ist 7.11. Wunderbar, eine Kerze hier ist ein Tag, also ein Handelstag. Schaue ich mir Euro-USD an, auch 5.11., geht jetzt alles mal schnell durch. Pound Sterling versus Dollar, 5.11. Hier haben wir auch den 5.11. Was haben wir hier? Auch der 5.11. USD, Franc, Schweizer Franken meine ich. Ja. Auch 5.11. Und last but not least, US-Dollar versus Yen, super, feine Sache, auch 5.11. Du siehst, wie einfach und elegant wir hier mal kurz die Majors eingefügt haben. Jetzt kannst du natürlich diese Tests machen, umsetzen, einsetzen, was auch immer du möchtest. Wichtigste sind immer die Datensätze, die müssen auch verlässlich sein. So, Majors, Währungen. Jetzt sage ich, okay, New Dataset, mich interessieren noch Rohstoffe, und zwar Gold und Silber. Dann nehme ich den gleichen Datenprovider, klicke wieder auf Next, suche mir die zwei Rohstoffe aus, FX Metals ist das, 1, 2, Finish, das war's, der Fisch ist geputzt. Hier haben wir sie auf der linken Seite, ist eingeführt, ich klicke drauf, hier haben wir Silber, 5.11., super, und hier ebenfalls 5.11.
Wir haben jetzt Rohstoffe, du hast gesehen, innerhalb von 2 Minuten eingefügt. Wir haben die Majors eingefügt, Währungspaare. Und weil es so schön ist, nehmen wir noch selbstverständlich Aktien. Dazu benenne ich doch das Portfolio ganz einfach. Mini-Portfolio. Gehe wieder auf die Datenprovider. Ich nehme nicht Wealth Data. Wealth Data ist ja von Haus aus schon angelegt. Ich nehme Yahoo Finance. Yahoo Finance ebenfalls kostenlose Daten. Steht auch hier Downloads the Free Historical Market. Und gehe einfach auf Next. Jetzt will er natürlich hier die Symbole haben, die Aktienticker. Entweder kennt man die auswendig oder man schaut die halt im Internet nach oder auf der Seite Yahoo Finance. So, welche Werte nehme ich jetzt? Ganz easy, ich nehme einfach mal Tech-Werte. Dazu nehme ich mal Apple. Ihr müsst euch bei der Groß- und Kleinschreibung hier überhaupt keine Gedanken machen. Das wird alles automatisch groß geschrieben. Der Abstand dient da, um die einzelne Symbole unterteilen zu können. Dann nehme ich Adobe, Microsoft, Nvidia und Intel. 1, 2, 3, 4, 5, jawohl, super. Und wie du siehst, auf der linken Seite tauchen die auf unter Datasets. Das sind meine 5 Aktien, mein Mini-Portfolio. Ich kann da draufklicken und du siehst, 5.11. war die letzte Tageskerze. Warum zeige ich das? Naja, aus einem Grund, wir wollen ja zuverlässige Daten haben, damit wir auch etwas anfangen können, zum Beispiel traden oder testen. 5.11. Nvidia auch 5.11. oder? Jawohl. Steht hier links oben. Jetzt ist so, Nvidia, wie du hier sehen kannst, ist auch übrigens die letzten 2 Wochen 40% gestiegen. Sieht man auch hier. Schöner Run. So, du hast gesehen, wie ich innerhalb von 2 Minuten, naja, vielleicht waren es auch 3 Minuten, weil ich ein bisschen mehr gequatscht habe. Im Prinzip, wenn man richtig fit ist oder auch einigermaßen fit, ist es innerhalb einer Minute wahrscheinlich erledigt. Sehr gut, wir haben jetzt Rohstoffe angelegt in der kurzen Zeit, Majors, Währungspaare und ein Mini-Portfolio. Dazu habe ich die Tech-Werte genommen und das war so easy, fügt man Datensätze in diese Trading-Software ein. That's it. So, ich hoffe, es hat dir gefallen, was du gesehen hast. Jetzt kannst du was mit diesen Datensätzen anfangen. Nicht zu vergessen, abonniere diesen Kanal, hau auf die Glocke. Und ganz wichtig, Kommentarfunktion, stelle Fragen, ich beantworte sie sehr gerne. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal zu mehr Wissen, mehr Profit im 4. Teil. Da werde ich Handelsregeln mit einbauen, ganz ohne Programmierkenntnisse. Ich sage nochmal herzlichen Dank, fetten Dank, dass du zugeschaut hast. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bye bye aus Stuttgart.